Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Purpur DLC Nummer 1. Die türkis-grüne Maske oder the Teal Mask. Auf Englisch klingt das viel cooler. Wir sind zurück in Paldea. Übrigens, offscreen, beziehungsweise offscreen war es gar nicht. Ich habe das gestreamt. Ich werde den Stream, der teilweise leider auch vom Vodafone wieder gestört war. Aber ich denke, wenn man sich das anschaut, wird man einen groben Überblick haben, was ich gemacht habe. Ich werde auf jeden Fall in eine Playlist packen. Wer sich das anschauen möchte, 7 Stunden Stream, kann es gerne tun. Da habe ich Pokémon gefangen, noch ein paar Trainer gefunden, noch einen so einen Yakuza-Typen gefunden. Mit so einer Maske, der wieder ein echt starkes Normalteam hatte. Die haben sich mal auf einen Typen spezialisiert, in dem Fall war es ein Normaltyp. Und ja, ich habe noch ein paar Items gefunden, Pokémon gefangen and so on. Ich habe ein bisschen geshoppt. Es gibt wieder richtig viel neue Kleidung, die habe ich eingekauft, bis auf die Louis Vuitton Boutique. Habe ich jetzt alles gekauft. Und ich sag mal so, ich werde noch grinden, ich sag mal, bis zum nächsten DLC werde ich 2 Millionen Poké-Dollar haben und die Boutiquen aufgekauft haben. Ich denke, dann stehen wir gut dafür im nächsten DLC. Habe ich vielleicht noch ein paar mehr Pokémon-Rating gemacht, weil der scheint ja sehr auf Kampf aus zu sein, competitive. Wenn ich da mehr Pokémon habe, umso besser ist es. Kann ich bessere Teams zusammenstellen. Von daher, ja. Ich denke, Level 80, 90, 85 ist nicht verkehrt für den kommenden DLC. But we will see. Was wir jetzt machen ist, erinnert ihr euch an diese eingebildeten Fatzken, diese Reichen? Das wollte ich jetzt nicht mal ein Ogerpon. Nee. Ich habe herausgefunden, offscreen, wo die sind. Beziehungsweise ich habe einen Guide gefunden im Internet. Und angeblich sollen das Nemilas Eltern sein. Mein Beileid für diese Eltern. Die Quest startet man hier, die stehen hier rum. Bei Midoriya. Die quatschen mal an, die greifen an mit Nobilikat. Mehr haben die auch nicht und sagen dann, ja, ich möchte den Wasserfall sehen. Dieser Wasserfall ist aber nicht hier, in Kitakami, sondern in Paldea. Und wenn man am Wasserfall denkt, Paldea, da fällt eigentlich nur einer ein. Und zwar der Wasserfall hier oben. Furienfälle. Da müssen die irgendwo sein. Komischerweise, falls ihr bei einem Stream dabei wart oder einen Stream vorher geschaut habt, vor diesem Part, ich habe die nicht gefunden. Ich wollte es auch nicht im Stream machen, aber ich war hier, weil ich eigentlich noch Fiskergott entwickeln wollte, aber hat halt nie geregnet, ne? Ja, müssen wir mal schauen. Also irgendwie hier sollen die sein. Also ein bisschen nervig, das Quest. Not gonna lie, schwierig zu finden und da oben sind sie wirklich. Wow. Guck, hier ist der DLC-Einfluss, Leute. Sind sie. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Gut, Kaoriapon wollte zeigen, was er kann. Ich habe das Mysterium mit der Maske jetzt auch geklärt. Die türkis-grüne Maske gibt es nicht. Ja, Ogerpon, ich war ja verwirrt. Der erscheint ja hier ohne Maske. Ich so, Mann, wie bekomme ich die Teal-Mask? Die türkis-grüne Maske. Wenn ich ihnen gar kein Item gebe, dann setzt er die automatisch auf. Von daher, alles gut, ich habe nichts verpasst. Bedeutet, im Let's Play gibt es nur diese Side-Quest. Das andere krasse Quest, wofür ich den Pokédex kind of... Ja, vervollständigt habe ich den nicht, aber ich kann es euch immer zeigen. Kitakami Pokédex 180 gefangen für 195, ja. Na, kann man nicht meckern. Ich habe auch gezeigt im Stream, wie man Mew bekommt. Und ein anderes Pokémon, ich glaube, es war Kotoval. Wenn den bekommt, mit einem Code. Also es lohnt sich vielleicht nochmal die Stream-Aufzeichnung anzuschauen. Da müsst ihr wissen. Ich werde es archivieren. Ich werde es in eine Playlist packen. Für die, die halt richtig geil drauf sind auf das Spiel oder auf mich, können sie das ja anschauen. Das sollen angeblich Nemilas Eltern sein. Mein Beileid, Nemila. Das ist also eines der 10 Wunder Paldeas, von denen ich so viel gehört habe. Schon Schnieke, ne? Der Wasserfall. Oh ja, Billy, die heißen irgendwie. Ja, Billionär, genau. Wenn man das so macht, Billionär. B
Billionär. Ne? Billionär und so. Noch mehr als Millionen und so. Rich Couple und so. Neben Last Parents und so. Und so. Und so. Ganz richtig, Lipsonier. Vor dir siehst du die sogenannten Furienfälle. Mhm. Sie sind nicht ganz so beeindruckend, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich glaube, die kauft auch nicht eine Louis Vuitton-Boutique, sondern noch eine Klasse darüber. Guckt euch die Brille an. So eine Brille können wir gar nicht kaufen. Vielleicht im zweiten DLC. Aber so mickrig die Wasserfälle auch sind, ich kann die Negativionen förmlich spüren. Eine echte Lady wie du lässt sich eben von nichts die Laune vermiesen. Von dir gehen nicht nur Negativ-Ionen aus, sondern regelrechte VIP-Ionen. Kein Wasserfall der Welt lässt mich so entspannen wie deine Präsenz. Ulala. Ach, Billy, wie recht du doch hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Hi, bin auch wieder da. Oh, wenn das nicht unsere Vorzeigevertreterin des Pöbels ist. Stimmt, das ist er. Die Geldnot steht ihr ins Gesicht geschrieben. Das stimmt diesmal wirklich. Hat das Schicksal sie hergeführt hat oder sie von deinen VIP-Ionen angelockt wurde? Sehr gut möglich, mein Lieber. Als VIPs ist es unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne, das ist für dich kein Kampf. Ach toll, ich krieg kein Geld. Ne, die kann ich zwar verkaufen, aber nö, ich frage mir das so. Und lass mich nur ein bisschen meine Weisheit mit dir teilen. Mit Geld ist wie mit Negativionen. Wenn davon umgeben ist, bietet es einen Stabilität und Ruhe. Doch das Glück, das man dadurch erhält, ist flüchtig. Wow, wie tiefgründig. Aber dein Kind ist deine Weisheit garantiert verschwendet. Wie Perlen vor die Ferkuli. Wie dem auch sei, Billy. Als nächstes will ich an einem möglichst abgelegenen Ort, hörst du? Für heute habe ich genug von Sehenswürdigkeiten. Ulala, du hast ja wohl in kürzester Zeit an diesen Sehenswürdigkeiten satt gesehen, wa? Kein Wunder bei einer Vorzeige-Jetsetterin wie dir. Wie gut, dass ich den perfekten Ort für diesen Fall kenne. Er liegt auf der Grenze zwischen der südlichen Zone 5 und der südlichen Zone 1. Kein Kampf. Ich hätte gern mal gegen Billy gekämpft. Hat er keinen Pokémon? Ist er kein Trainer? Don't know. Kurzer Cut. Und hier sind sie. Wo sind die genau? Ich zeig's euch auf Karte. Weil die Beschreibung zwischen 1 und 5 ist jetzt nicht so akkurat. Und zwar sind die hier, wo Bibitis das verdeckt. Genau hier. Beim Schrein des modigen Holzes in der. Ist da Bescheid? Was gibt dir denn im Arsch? Das Pokémon will wohl auch Geld. WTF. Was für ein absolut gewöhnlicher Ort. Hier gibt es wirklich rein gar nichts Sehenswertes. Ja, geh mal weiter zum Schrein. Genau danach habe ich gesucht, mein liebster Billy. Vielen Dank. Das war mir eine Freude. Nichts macht mich glücklicher, als dich glücklich zu sehen. Ich kann förmlich spüren, dass dieses Land von mir Kraft in ein neues Business verwandelt wurde. Werden möchte, nicht wurde. Na nur, wenn das nicht unsere liebste Vertreterin des Pöbels ist. Billig Girl. Ja, da hast du recht. Das ist Billig Girl. Dein Charisma wirkt so anziehend, dass du die Leute selbst an einen Ort wie diesen lockst. Wie recht du doch hast, mein liebster Bill. Als VIPs ist unsere Aufgabe, die Träume von gewöhnlichen Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. In diesem Sinne, das ist für dich. Nuggets, ohne Chicken Mac. Und lass mich noch ein bisschen meine Weisheit mit dir teilen. Geld findet man dort, wo man es am wenigsten erwartet. Besonders in einem wie dieser hier. Deine Möglichkeiten sind so unermesslich wie der blaue Ozean. Ach, der Nisa kam doch noch irgendwie raus. Für die, die sich fragen, was los, Girl, ich muss niesen. Die mit ihren billigen How-to-get-rich-Tipps, das nervt.
Was spüre ich da? Sind das deine Worte der Weisheit, die meinen Körper durchdringen? Ah, so erfrischend, wie kühles Wasser nach einer anstrengenden Yogastunde. Weiter geht's, Billy. Als nächstes will ich noch Kitakami und von den dortigen Früchten probieren. Jetzt wieder nach Kitakami. Könnt ihr euch mal entscheiden? Wahrscheinlich beim Obst oder beim Apfelstand oder so. Ulala, in Kitakami waren wir neulich erst. Gehen wir wieder zurück. An eine Jetsetterin wie dich muss sich die Welt erst gewöhnen. Ich werde eigenhändig Äpfel für dich auspressen, liebst Onea. Ja, das klingt nach Apfelplantage. Aber wie immer, cutte ich euch den Weg. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind wieder beim Gefährdenplatz. Regnet es? Leider nicht. Ich will mal noch dieses Pokémon entwickeln. Gefährdenplatz haben wir auch alles wieder aufbereitet, ne? Wer es nicht gesehen hat, mit der alten Mann. 1 Million Poké-Dollar Outfit. Toll und so. Ganz toll. Und ja, ich hatte recht, die sind bei den Apfelfeldern. Irgendwo, ich gucke das immer mit einem Guide nach, weil sonst suche ich mich tot. Irgendwo mitten beim Apfelfeld. Das habe ich ja eben auch schon vermutet, ne? Das ist ja jetzt nicht so, na, es ist hier, guckt alles nach. Das war genau meine Vermutung. Hier müssen die jetzt irgendwo sein. Wäre die Render Distance in dem Spiel besser, hätte ich es wahrscheinlich schon gesichtet. Ha! Da stehen sie einfach random. Na gut. Billionär, Mensch. Ich sieh dir das an. Was für ein entzückender Vorgarten. Mein liebster Onea, ist doch kein Vorgarten. Du stehst in der riesigen Obstplantage. Ist das dein Ernst? Diese paar Obstbäume sollen eine Plantage sein. Wir frischen bescheiden. Unser kleiner Vorgarten ist ja schon dreimal so groß. Danke, dass du mich korrigiert hast. Auf deine Ehrlichkeit ist Verlass. Nicht der Rede wert, meine Liebste. Auch für mich ist die Lebensweise des Pöbels noch ein großes Mysterium. Boah, und das sollen echt Nebenlass Eltern sein. Ich komme nicht drauf klar, wirklich nicht. Gut, die wohnte in so einer Villa, ne, am Anfang. Ach ja, gewöhnliche Menschen sind mir einfach ein Rätsel. Das ist so aufregend, sie zu erforschen. Nanu, wenn man vom Pöbel spricht, da ist unser mittelloser Liebling wieder. Oh, du hast recht. Wieder einmal kreuzen sich unsere Wege. Ich will noch mehr über dich und den Rest des Pöbels erfahren, euch näher kommen. In diesem Sinne, führst du nochmal gegen mich catchen? Oh yeah. Da zeigt sich wieder dein größtes Laster, mein lieber Onea. Du kannst einfach nicht anders, als andere durch einen Kampf kennenzulernen. Bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du die Vorbereitung getroffen hast. Ja, du bist doch eh wieder schwach. Ich will mal gegen deinen Makala kämpfen. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Ich, Onea, die reichste auf diesem Planeten, fordere dich heraus. Bereite dich darauf vor, von der Geschäftsführung von Paideia Immobilien vernichtet zu werden. Ullala, mach sie fertig. Ja, Immobilien, kann ich bei dir nicht irgendwie ein Haus oder so kaufen? Das wäre ziemlich cool. Na gut, ich habe eh kein Geld mehr. Sind wir mal ehrlich, ne? Die natürlich nur mit den Bronzenbällen, die Luxusbälle. Schau ja, das Nobilikat, was nichts kann. So, und jetzt werdet ihr sehen, dass wir die Maske aufhaben. Das ist doch die Tiermask. Fällt die Maske einfach auf. Von daher, ja. Wie bekommt man die Tiermask, die türkis grüne Maske? Man hat sie einfach. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was für ein Glück, dass ich als VIP stets hier in der Herzen bin. Aber die 17.000 Pokédollar nehme ich gerne an. Definitiv. Schon wieder besiegst du mich, Pferde. Was bist du? Sag mal, Billy, sind die Pokémon des Pöbels immer so stark? Oder ist dieses Exemplar hier eine Ausnahme?
Wenn du mich fragst, hat sie etwas, das nur wenige Menschen des gemeinen Volk haben. Und zwar Ambitionen. Ambitions, weißt du? So Ziele und so Eifer. Siegeswille. Ambitionen, du meinst die Sache, die uns VIPs ein Leben lang verwehrt bleibt. Hä? Um reich zu werden, braucht man meistens auch Ambitionen. Deshalb konnte ich sie nicht besiegen. Jetzt fällt es mir wie Triebperlen vor die Augen. Wo wir gerade von Perlen sprechen. Ich glaube, das Wasser ruft mich, Billy. Als nächstes will ich das größte Gewässer in Paldea sehen. Nein, ich schaue wieder zurück. Nur mit den Ladezeiten und dieser Flugzeuganimation. Bitte nicht. Ulala, von deiner explosionsartigen Neugier können sich andere Jetsetter noch eine Scheibe abschneiden. Dann gönnen wir uns mal eine gediegene Auszeit am Strand einer Insel. Auf nach Malle. Im teuersten Hotel natürlich. Bis gleich. Wenn man sich Paldeas Karte mal anschaut, fällt natürlich der Caldero-See auf. Es ist das größte Gewässer und genau da geht's jetzt hin. Ich wollte es eigentlich schneiden, aber ich dachte mir so, den Denkprozess muss ich teilen. Und zwar befinden die sich jetzt auf einer Insel. Da wir jetzt hingehen, ich wollte nur die Flugzeuganimation zeigen. Und zwar, wenn wir uns jetzt das mal anschauen, müsste das... diese Insel sein. Schauen wir mal. Das heißt, die müssen da hinten sein. Oder? Ich hoffe, ich liege nicht falsch. Ich gucke mal, ob ich jetzt auf dem richtigen Weg bin. Ja. Irgendwo da. Wie gesagt, wäre die Render Distance besser, wäre diese Quest viel, viel leichter. Ist für mich relativ knifflig, die immer zu finden, weil ja, muss wirklich sehr nah dran stehen, damit die aufploppen. Wenn die Hinweise nicht schlecht. Bislang konnte man eigentlich immer drauf kommen, außer ja, beim Einmal halt. Zwischen diesen zwei Runen hat es irgendwie nicht so wirklich viel Sinn ergeben. Aber auch jetzt stehe ich vor einem großen Rätsel. Gut, dann mache ich doch einen Cut. Nützt ja nichts. So, ihr Lieben, ich habe den Zielort jetzt markiert. Bedeutet, hier werden wir uns nicht mehr verlaufen und ich kann jetzt straight up zu diesen reichen, eingebildeten Ehepaar fliegen. So weit ist er auch nicht. Das könnte den schnellsten und besten Weg nachvollziehen. Ich finde das schon sinnvoll zu zeigen. Wirklich. Könnt diesen Part auch als Guide für diese Quest nutzen. Weil ich denke, viele übersehen das oder machen nur den Anfang. Kitakami wissen gar nicht, dass es so eine lange Questreihe ist. Von daher habt ihr ja mich. Ich zeige ja alles vom Spiel. Sogar diesen Pointless Fight. Ganz ehrlich. I mean. Wir haben ihn noch nicht. Warum nicht? Jetzt bin ich heiß, ne, aufs Pokémon fangen, weil ich die Kitakami-Decks fast vervollständigt habe. Voltra, das Missgunst-Pokémon, es weiß sich oft am Scampisto fest, ohne dieses zu fressen. Das hält man für eine Angewohnheit aus einer Zeit, als Groldra noch am Leben war. Schön. Ja, Katapultra habe ich sehr viel verwendet in Pokémon Schwertschild, deswegen... Der hat diesen Weg auch nicht ins Team gefunden. Aber ja. Okay, das finde ich jetzt aber nicht schön. Es laggt wie scheiße, das Spiel läuft nicht mehr flüssig und jetzt kann ich mich nicht bewegen wegen Lags und komme in Gyarados rein. Das ist absolut scheiße. Wirklich. Guck mal, wie unflüssig das läuft. Alles laggt und... Oh, Mensch.
Oh shit. Ist doch weiter als gedacht. Aber ich wüsste jetzt auch keinen schnelleren Weg. Wenn ich ehrlich bin. Da hinten auf der Insel, da müssen die sein. Aber es ist wirklich ein schöner Urlaubsort, ne, dieser See. Gut, die Drachen-Pokémon sind vielleicht jetzt nicht die nettesten. Aber schön ist trotzdem. Guck, da stehen sie. Erst jetzt ploppen die auf. Nun denn. Billionär. Sieh dir das an, Billy. Ist das eine Pfütze? Also, der See ist jetzt eigentlich schon cool. Aber nicht doch, liebst du näher. Das ist der größte See von ganz Paldea, der Caldero-See. Will den See mit den roten Gardos aus Pokémon Gold und Silber wieder oder was? Das soll ein See sein, bist du dir das sicher? Für mich sieht das höchstens nach einem Pfützchen aus. Sag mal, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, die Wettervorstellung von uns VIPs, von uns Promis, von uns geilen Leuten, unterscheiden sie einfach zu sehr von denen gewöhnlichen Leute, um sowas zu beurteilen. Naja, ein See ist größer als ein Teich. Ne? Ein Teich kannst du auch privat anlegen und ein See ist halt Natur gegeben und in der Regel größer. Oder nicht? Die Nordsee kannst du ja nicht mit so einem Teich vergleichen. Hä? Also gebildet und schlau sind die beiden nicht. Nanu, da ist pur Girl aus den Slums wieder. Oh, hast recht. Das arme Mädchen aus den Slums. Vertreterin des kleinen Mannes. Du kommst sehr gelegen. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Was ist der Unterschied zwischen einem See und einem Teich? Habe ich eben beantwortet. Eigentlich beides, aber hauptsächlich die Größe. Aber ja, verstehe, es wundert mich nicht, dass Mitglied des Pöbels über diese Art von Allgemeinwissen verfügt. Man braucht auch Wissen und Intelligenz, um irgendwie ein Erfolgsimperium aufzubauen, oder nicht wie die. Die haben bestimmt alles geerbt, safe. Als VIP, es ist meine Pflicht, mich für diese Auskunft bei dir zu revanchieren. In diesem Sinne, das hier ist für dich. Triebherrn. Und lass mich doch ein bisschen meine Weisheit mit dir teilen. Glück ist wie Wasser. Ob es eine Pfütze, ein Teich oder ein See ist. Komm nur auf die Perspektive an. Du bist einfach unglaublich, meine liebste Onea. Gerade noch eben hat die arme Schluckerin dir etwas beigebracht und prompt traust du ihr das eigene Wissen um die Ohren. Geil gemacht, weiter geht's. Ja, weiter geht's, Billy. Als nächstes möchte ich einen Berg sehen, der so hoch ist, wie der Profit unserer Firma. Das ist wahrscheinlich ein Paldea, der Berg, gemein nicht der Oniyama. Ohlala, bei einer Vorzeit-Jetsetterin wie dir dürfte es niemand wundern, dass der Gewinn deiner Firma höher ist als jeder Berg. Sogar höher als vor Andrea Berg. Komm, lass uns auf einen verschneiten Berg Eis-Pokémon beobachten und Eiscreme genießen. Ich weiß ganz genau, wohin wir möchten. Die höchste Stelle in ganz Paldea. Ist ja auch eine Sehenswürdigkeit. Und zwar ist das. Ja, irgendwo hier halt, nur auf dem Montanata. Das kann ich jetzt wirklich, weil diesen Bereich abzusuchen, boah, das könnte ein bisschen dauern. Wirklich. Die Krone Paldeas, eines der 10 Wunder Paldeas. Guck, das ist die höchste Stelle, hier sind die leider nicht. Warum auch immer, sind die random in so ein. Ich habe es ja markiert, ne? Finde ich nicht gut, also. Guck, das wäre jetzt ein Punkt ohne Guide, keine Chance. Weil hier jemanden zu suchen in diesem Eisgebiet, das ist wirklich nicht lustig. Fallen in die Render Distance. Mann. Boah, sind die weit weg. Richtig random.
Einfach mitten in nirgendwo. Nee, das finde ich wirklich nicht schön. Aber gut, soll ja auch nicht geschenkt sein, ne? Die Quest wird halt richtig böse. Gegen Ende. Ich frage mich, was man dafür bekommt. Wieder nur irgendwelche Schätze, Nuggets, Perlen, Sternstaub. Dann, ne? Sowas in der Art, oder gibt es da wirklich eine ganz krasse Belohnung am Ende? Komischerweise sind hier die nicht. Mein Guide hat mich eiskalt verarscht. Muss ich halt selber gucken, wie ich da hinkomme. Boah, das hat lange gedauert. Also, seht ihr, wo ich die Marke gesetzt habe? Ich habe tatsächlich einen vernünftigen Videoguide gefunden, wo es wirklich gezeigt wurde. Ich habe ewig hier oben gesucht und die einfach nicht gefunden. Mitten im Nirgendwo. Wo sind die? Ich zeig's euch, damit ihr es auch nachvollziehen könnt. Genau hier. Hier sind die. Warum ausgerechnet hier? Warum nicht auf Krone Paideas? Verstehe ich nicht. Eine Welt aus strahlendem Weiß, wohin man nur sieht. Das ist wahrer Luxus. Boah, eine Schneelandschaft, mehr nicht. Und dank deiner Kleidung, die du mir zurechtgelegt hast, spüre ich die Kälte genauso wenig wie die Inflation. Hä? Ich höre, die sind einfach so richtig. Guck mal, die hätte fast gar nichts an. Die hätte fast gar nichts an, Jonia. Und ich spüre die Kälte nicht, wollen sie mir sagen. Okay. Natürlich hält sie dich warm. Schließlich handelt es sich um Markenware von Yves Saint Laurent und Valentino. Mir tun die Leute leid, die ohne solche Designerklamotten auf diesen Berg steigen müssen. Na nur, sieh einer an. Das Schicksal hat sie, wie erwartet, erneut zu uns geführt. Die Gucci-lose Jessie. Du hast recht. Gucci-los ist sie. Kein Designersachen. Ja, sie hat zwar die teuren Designersachen im Spiel gekauft, aber das ist alles Garbage. Das Schicksal oder vielleicht die Geldnot hat sie zweifelsohne wieder zu uns geführt. Aber sieh nur, wie dünn der Stoff ihrer Kleidung ist. Diese Kleidung hat 1 Million Pokédoll gekostet. Das sieht wirklich schrecklich dünn aus, sagt die, die fast nichts anhört. Billy, meinst du, der Pöbel ist Kälte gegenüber widerstandsfähiger als wir? Keine Ahnung, aber wie es scheint, sind die Kleider dieser Menschen so luftig wie die Leere in ihren Geldbörsen. Vielleicht ist der Pöbel also wirklich aufgrund seiner Armut an die Kälte gewöhnt. Billy, du... Du bist ein Genie. Für diese Erkenntnis hast du dir eine besondere Auszeichnung verdient. Eine goldene Onea. Das kann man auch umdrehen. Die sind so rich, dass sie Kälte nicht mehr spüren. Das denke ich eher. Juhu, mein Dank gilt vor allem meinem Geld und Gold und Diamanten. Und meinen Designerklamotten. Von Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci und Valentino und vielen anderen. Von Dior natürlich und Chanel und alles, was dazugehört. Genau. Als VIPs unsere Pflicht, dem Pöbel in der Not die Hand entgegenzustrecken. Hier, das sollst du haben. Hoffentlich hilft es dir, der Kälte weiterhin so tapfer zu trotzen. Nuggets in groß, XL Nuggets von McDonald's. Und lass mich doch noch ein bisschen meine Weisheit mit dir teilen. Eine kalte Hand gehört einem warmen Herzen. Dieses Sprichwort ist absoluter Humbug. Merk dir das gut. Liebste Onea, du schaust so weit über den Tellerrand, dass selbst deine Weisheiten keinerlei Regeln mehr folgen. Beeindruckend. Wie dem auch sei, Billy, unsere kleine Auszeit nähert sich dem Ende. Als krönenden Abschluss will ich ins Zentrum von Paideia reisen und dort die Tiefe hinabstarren. Hä, das ist doch gefährlich. Wir wurden doch gewarnt, geht nicht einfach so in den Schlund von Paideia. Dann gehen jetzt straight up dahin.
Ulala, selbst die außergewöhnlichsten Orte dieser Welt siehst du hier ab. Du bist einfach die größte aller Jet-Setterin. Es ist gut möglich, dass wir den Schlund nicht betreten dürfen, aber ich werde trotzdem einen Antrag bei Liga stellen. Connections, Rich und so. Da lässt sich bestimmt was machen. Die sind so lost und so nervig und sind nur am Flexen und am Posen, ich könnte kotzen. Dieser Part ist sehr speziell. Und zwar haben die scheinbar nicht ihre Erlaubnis, ihre Genehmigung von der Pokémon-Liga bekommen, weil wir müssen jetzt hier ganz unkonventionell zum Schlund von Paldea. Guckt euch den Müll an. Die sind irgendwie hier beim Krater außerhalb. So habe ich das zumindest verstanden. Ich hoffe, ich finde die jetzt. Aber ich denke schon, dass die hier sind. Magenzone High. Ich denke schon, dass die hier sind, sagte sie und bereut die Aussage sofort. Wir müssen irgendwo hier stehen. Ich sehe die nicht. Ach, Kinders, ey, also ohne Guides ist das nicht möglich. Holy shit. Wer hätte damit gerechnet, Leute? Ich gucke jetzt hier nochmal den Rand in eine andere Richtung, dann muss ich leider wieder schneiden. Heftig. Schwere, schwere Quest. Die ist wirklich gnadenlos. Da bin ich wirklich froh, dass es Internet gibt, weil... Wie will man auf sowas kommen? For real. Da. Nicht gefunden. So, Leute. Irgendwie doch mehr in Richtung Akademie. Ja, hier stehen die einfach rum. Mitten im Nirwana, wo man niemals sich aufhält. Seht ihr das? Okay, da ist die Akademie. Da ist die Stadt. Und hier sind die. Kurzer Check, damit ihr wisst, wo es ist. Genau hier. Wenn hier Miss Alona City ist, hier ist der Ort. Cool. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das ist einfach Knackrack. Okay. Oh, 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 oh. Das ist also das Zentrum von Paldea. Was für ein riesiges Loch. Ja, Lypsonea, das ist der sogenannte Schlund von Paldea. Und das hat sich sogar gereimt. Ach, Billy, du bist ein Dichter. Oder ein Rapper, du bist einfach der Größte. Ein neues Abenteuer für meinen wissbegierigen Geist. Los, wir müssen hinein. Mehr Reichtum wartet auf uns. Oh nein, lief Sonja. Es ist wohl verboten, den Schlund zu betreten. Ich habe mich um eine Erlaubnis bemüht, aber sie wurde uns verwehrt. Trotz unseren Connections und Reichtums. Kann das nur sein, dieser scheiß Pöbel. Wie bitte? Nicht einmal VIPs dürfen da rein. Tja, ich schon. Get wrecked. Ja, der Zutritt ist selbst so prominenten Persönlichkeiten wie uns untersagt. Dabei haben wir extra die Reise bisher auf uns genommen. Und jetzt willst du mir sagen, dass es Dinge gibt, die VIPs nicht dürfen. Oh, sieh an, wir haben wieder Gesellschaft von der unteren Schicht. Wahrhaftig, da ist sie. Sag mal, liebste Normalbürgerin, nur so aus Neugier. Warst du schon mal in diesem Schlund? Tatsächlich, mehrfach. Was? Das gemeine Volk darf in den Schlund und sich bereichern und die Elite der Gesellschaft nicht? Tja. Das nenne ich gerecht. Du nennst es ungerecht. Diese Ungerechtigkeit lässt sich nur mit einem Kampf klären. Dort zeigt sie wieder dein größtes Laster. Wie ein Staraptor stürzt du dich aus heiterem Himmel auf deine Gegner. Ich hab's leid, hier oben rumzustehen. Steigen wir lieber wieder hinab. Ja, willst du jetzt kämpfen oder nicht, Girl? Tatsächlich will die kämpfen. Uiuiui. Jetzt hab ich mir noch das Knackrack gefangen. Bitte sag mir jederzeit Bescheid, wenn du fertig bist. Du sollst Onea einen Gefallen tun, ja? Die ist ganz schön in Rage.
ein letztes Duell gegen mich nimmst du meine Herausforderung an. Bereite dich davor, von der Geschäftsführerin vernichtet zu werden. Von Paldea. Träum weiter. Du hast halt immer nur dein komisches Nobility-Cat. Ist nicht mal gut gelevelt. Oh. Ist ein neuer Pokémon. Jawohl. Wow, ein einziges neues Pokémon. Ja. Ist zum Glück vom Typ normal. Bedeutet, das war's dann. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder das schwache Snobility-Cat. Ja, tatsächlich. Kann ich im Let's Play ja auch nochmal hier Dings zeigen. Crunch Bandicoot, aka Bonino. Wie gesagt, für die, die den Stream geschaut haben, da habe ich den sehr oft benutzt. Aber hey, die nur das Let's Play schauen, go for it. Ah, Schummelhieb. Junge. Girl, was bringt dir das wirklich? Snubik hat mit Donnerblitz, weil die TMs teuer sind, deswegen einfach teuer hier hast du. Das ist deren Mentalität. Der klatscht sogar. Was für eine Niederlage. 35.000 Pokédollar. Macht das mit Münzamulett, ihr verdoppelt den Gewinn und habt 70.000. Habe ich jetzt nicht gemacht? Naja. Ich habe mich wieder gefasst und sehe nur alles mit klarem Blick. Egal ob VIP oder Pöbel, letztendlich sind wir alle Menschen. Es gibt keinen Grund für Schranken zwischen uns. Weshalb ist mir diese offensichtliche Wahrheit nicht früher klar geworden? Es ist mir so peinlich, dass ich mich am liebsten in ein Loch verkriechen würde. Wie schade, dass ich dieses hier nicht betreten darf. Ja, da willst du auch nicht rein, mein Paradox-Pokémon aus der Zukunft. Ist gefährlich. Lieb so näher. Du bist uns die ganze Zeit gefolgt, um diese Lektion zu erteilen, nicht wahr? Ja. Das war mein Lebenssinn. Meine Bestimmung. Das Rad des Schicksals hat mich zu euch geführt. Schon gut, du brauchst dich deiner Wohltat nicht zu äußern. Wir können dir nicht genug danken. Wärst du so freundlich, dieses Geschenk zu nehmen? Okay. Sind wahrscheinlich richtig viel wert, aber... Ui. VIP-Handyhülle. Die wird genutzt. Da habe ich Lust drauf. Siehst du, Billy, durch deine Reise konnte ich als Person ganz neue Reife erlangen. Das schreit nach Neuanfang. Ab morgen werde ich mich als Geschäftsführerin so richtig ins Zeug legen. Ulala, willst du mir sagen, dass du aus deinen Fehlern gelernt hast? Du bist wirklich das perfekte Paradebeispiel für alle VIPs. Für alle Promis. Wenn wir schon dabei sind, gebe ich dir, liebe Normalbürgerin, Lektionen Sachen Posing. Schack! Okay. Na dann. Adios! Okay. Irgendwie bin ich froh, die nie wieder sehen zu müssen. Ich weiß auch nicht. Geht's nur mir so? Oder geht's euch auch so? Ja, Handy löst überhaupt schön. Handyhülle heißt aber auch, wir müssen nochmal zu den Apfeldings da, weil dann gibt es natürlich einen neuen Rahmen. Falls ihr euch erinnert. Kann man das nochmal machen? Ich glaube, es ging hier. Es gehen da hinten ab. Scheinux-Versammlung oder was? Hallo? What? Danke. Das schau ich darf alles nochmal machen. VIP-Handyhülle. Alduin-Handyhülle, okay. Na gut. Na komm, wenn wir schon flexen, dann nehme ich die jetzt ausnahmsweise. Die andere hatte ich hier lange genug. Weird Flex, by the way. Ich meine, die Sidequest war... Oh, das sieht aber schön aus. Doch, mit dem Gold, doch. Das gefällt mir. Die Sidequest war ja wirklich nervig und... Ja, für diesen Punkt, sag ich mal, habe ich mir das verdient, ne? War das hier oder war das bei den Stühlen? Ich gucke einmal bei den Typen, dann nochmal bei den Stühlen. Und dann soll es das auch für diesen Part gewesen sein.
Der Typ war es, glaube ich. Soll ich deine Apps an die Handyhülle anpassen? Hä? Hat er ja schon, ne? Wir haben ja das Design. Von daher. Könnte man sich hier nicht auch noch irgendwie einen Stuhl oder so abholen? Für jede Handyhülle? Ich meine, den ultimativen VIP-Stuhl würde ich jetzt nicht nein zu sagen. Bei den zweien hier. Mal schauen. Nee, Tischstuhl war das. Na gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!